Kapitel 17. Es muss heute enden. Günthers Sicht. All die Barrieren brachen. Jeder der Kämpfe meiner Freunde war ein Erfolg gewesen. Sie alle schienen ihre Gegner mit Bravour geschlagen zu haben. Selbst dieses Zoroark aus dem Krieg war uns zur Hilfe geeilt. Und ein Gengar. Ich hatte zwar keine Ahnung, was die beiden hier machten, aber ich entschied mich, es fürs Erste nicht zu hinterfragen. Es hatte wohl etwas mit meiner letzten verpassten Reise zu tun. Aber die zwei standen auf unserer Seite und dies war das Wichtigste. Darkrai stand nun alleine gegen 13. Auch mit seiner Macht könnte dieser Kampf sein Ende bedeuten. Und wir alle wussten, der gesamte Weltenbaum stand in dieser Schlacht hinter uns. Doch Darkrai schien dies kein bisschen zu stören. Ganz im Gegenteil, seine Überzeugung wuchs nur, als würde all der Glaube an unseren Sieg ihn bestätigen. Doch er wirkte auch etwas ängstlich. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr so stark geworden seid. Gerade du, Eevee. Wenn ich mich euch allen hier gegenüberstelle, dann würde die Chance meiner Niederlage bei beinahe 8% liegen. Ich bin zu weise, auch wenn meine Chancen gut stehen. Ihr habt mir auf euren Reisen zu viel Glück gehabt, als dass ich dieses Risiko nun eingehen könnte. An dieser Stelle muss dieser Kampf wohl abgebrochen werden. Ich werde diese Welt einfach noch einmal zurücksetzen. Bestimmt finde ich in der nächsten Zeitlinie eine bessere Gelegenheit. 8%? Mir schien es, als wäre er doch etwas zu sehr von sich selbst überzeugt. Und außerdem, er wollte noch einmal die Zeit verändern. Er wollte die Welt erneut verzerren. Und wir konnten nicht zulassen, dass sich alles auf dieser Reise wiederholen würde. Es durfte nicht noch weitergehen. Es musste heute enden. Wartet, alle! Tatsächlich stoppte Darkrai und meine Freunde sahen mich verwirrt an. Darkrai, du bist hinter mir her. Das wissen wir alle, das ist kein Geheimnis. Du willst diese Welt wieder verzerren und alles neu beginnen. Aber das kann nicht passieren. Es muss heute enden. Egal wie. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, dich zu überzeugen, Darkrai, lass uns diesen Krieg beenden wie Krieger. Du und ich. 1 gegen 1. Der Sieger bekommt alles. Bist du wahnsinnig, Günther? Wie willst du das gewinnen? Das ist die falsche Entscheidung. Du kannst doch nicht den gesamten Weltenbaum aufs Spiel setzen. Es ist die einzige Chance, Latias. Ansonsten wiederholt sich immer wieder und wieder derselbe Kreislauf. Dieses Mal haben wir Shinnok verloren. Nächstes Mal jemand anderen. Bis irgendwann keiner von euch mehr bleibt. Meine Chancen mögen gering sein, aber sie würden niemals höher werden. Ihr müsst mir vertrauen. Darkrai selber wirkte von allen wohl am überraschtesten. Meinst du das im Ernst? Ein 1 gegen 1. Das traust du dich? Aber gut, du hast recht. Je schneller es endet, desto besser. Wenn du ein 1 gegen 1 möchtest, dann nehme ich an. Bevor die Schlacht jedoch begann, wollte ich noch einmal mit meinen Freunden reden. Gib mir 5 Minuten. In Ordnung, Darkrai. Meinetwegen. Diese Minuten werden nichts mehr verändern. Wenn du bereit bist, dann tritt in den Kreis. Ein großer Kreis aus Licht erschien am Boden. Ein letztes Duell in einer angemessenen Arena. Meine Freunde blieben alle still und sahen mich an. Ich weiß, ihr haltet mich jetzt vermutlich alle für verrückt. Dafür, dass ich diesen Kampf beginne, den ich vielleicht nicht gewinnen kann. Ich kann kein Verständnis verlangen, aber vielleicht sehen zumindest manche von euch meine Motive. Ja, natürlich. Ich kann zwar nicht für die anderen sprechen, aber ich zumindest unterstütze deine Entscheidung. Nur, dass ich in dieser Schlacht nicht dabei sein kann, in Shinnoks Namen, das betrübt mich.
Mach dir keine Gedanken darum, Bulbi. Ich verspreche dir. Ich werde ihn rächen. Genauso wie all die anderen, die unter Darkreis Wahn gefallen sind. Ich halte dich einerseits gerade schon für einen Vollidiot. Andererseits weiß ich, dass du recht hast. Und ich stehe hinter dir und deiner Entscheidung. Und was gerade am wichtigsten ist. Ich glaube daran, dass du diesen Kampf gewinnen kannst. Ich stimme meinem Kumpel komplett zu. Du schaffst das, Günther. Wir glauben an dich. Ja, Onkel Günni, du machst diesen Tyrann fertig. Ich weiß es. All meine Freunde schienen für diese Schlacht auf meiner Seite zu stehen. Jedes Pokémon dieses Weltenbaumes tat es. Ich wollte gerade los in den Ring treten, welchen Darkrai erschaffen hatte, als Lord Ecke mich noch einmal stoppte. Warte, Günther. Was gibt's noch? Weißt du, ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Ich weiß, dass du gleich die entscheidende Schlacht bestreiten wirst. Wir haben diese einzige große Reise gemeinsam begonnen und ich hatte gehofft, dass wir sie auch gemeinsam beenden könnten, aber du gewinnst diesen Kampf auch alleine. Ich weiß, Darkrai denkt, er sei dir Welten im Voraus. Er denkt, er habe bei seinen Plänen alles bedacht, aber egal was in dieser Schlacht passiert, merke dir, dass du Darkrai immer einen Schritt voraus bist, egal was passiert, ob du es weißt oder nicht. Gut? Gut. Dann wünscht mir Glück. Es ist soweit. Und nach dieser Schlacht beginnt endlich die friedliche Zukunft, auf die ihr schon so lange wartet. Ich werde dafür kämpfen und siegen. Nun war es soweit. Der letzte Showdown. Ich gegen Darkrai. Es war nie ganz klar gewesen, auf wessen Seite er in diesem Krieg stand. Und heute, endlich, wussten wir es endgültig. Er war der größte Feind. Vom Anfang bis zum Ende. Und dieses Ende war jetzt. Ich trat in den Ring aus Licht, welchen Darkrai am Boden geschaffen hatte. Kaum hatte ich ihn die Linie übertreten, schossen Wände wie eine Kuppel von dort hervor. Der Sieger kann diesen Ring erst verlassen, sobald das andere Pokémon geschlagen ist. Günther, es ist Zeit für deine letzte Schlacht. Dieser Kampf hat nun begonnen, doch der Krieg ist beinahe vollendet. Begleitet mich auf diesen letzten Schritten, oh meine Götter. Der Kampf begann und die Kuppel um uns herum begann zu schwinden. Langsam bildete sich um uns herum ein neuer Ort. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich in dieser Schlacht noch ein paar bekannte Orte mit dir besuche. Ich erkannte schnell, was die Gegend um mich herum begann darzustellen. Es war die Mondsteingrotte, kurz vor dem Zentrum. Exakt an diesem Ort hatten ich und Lord Ecke damals gegen Latias gekämpft. Es war die erste große Schlacht in den Abenteuern nach Schatzstadt. Ich erinnerte mich noch gut. Eine eigenartige Macht hatte mich damals übernommen. Ich hatte nie gelernt, was sie wirklich war. Exakt dieselbe Kraft hatte mich später auch von Necrozma gerettet. Oder hatte sie mich gerettet? In dem damaligen Abenteuer war Necrozma schließlich ein Freund. Und er hatte nicht vorgehabt, uns etwas anzutun. Also hatte diese Kraft eigentlich all die folgenden Ereignisse erst herbeigeführt. Du erinnerst dich, oder? Dein erster großer Kampf in der Ära dieses Teams. Das muss für dich sehr nostalgisch sein. Hier wird unser großes Finale beginnen. Worten sollten Taten folgen, als Darkrai direkt begann, mich zu attackieren. Wieder nutzte er dieselben schattendämonartigen Angriffe wie auch zuvor, als ich noch meine Freunde an meiner Seite hatte. Aber gleichzeitig wirkte es etwas einfacher, ihnen auszuweichen. Ich hatte nun all den Platz, den ich brauchte und konnte mich voll und ganz fokussieren. Der Hagel an Übernatürlichstem konnte mir nicht so viel anhaben wie zuvor. Und ich erinnerte mich an Lord Eckes Worte. Zwar verstand ich nicht ganz, was er gemeint hatte. Doch trotzdem machten sie mir Mut. Egal wie sehr Darkrai sich im Vorteil fühlte. Er würde mich nicht bezwingen. Ich würde mich nicht bezwingen lassen. Doch Darkrai hatte sich bereits etwas Neues ausgedacht.
Passend zum Schauplatz des ersten Kampfes verwandelte sich sein Aussehen auf einmal zu Latias. Ich fühlte ein eigenartiges Verlangen. Sofort richtete ich meinen nächsten Angriff auf ihn, verfehlte jedoch. Was ich allerdings traf, war die eigentliche Latias, die außerhalb der Wände schwebte. Genau wie damals. Und sie fiel sofort zu Boden. Hatte dieser Schlag gerade eben sogar einen Zusammenhang mit dem, was damals geschehen war? War vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Weißt du überhaupt, wie viel ich am Verlaufe meines Lebens durchmachte, Günther? Ich erzähle es dir. Hör mir gut zu. Dieser Krieg begann vor langer, langer Zeit mit dem Schattendämon. Ich war sein treuester Anhänger. Ich wusste sogar, wann und wo er in dieser Welt erscheinen würde. Damals hatte ich jedoch noch nicht meine heutige Macht. Damals war ich noch kein Götterbote. Denn ahnst du etwas? Der Schattendämon war der erste Götterbote. All die Techniken, die du wiedererkennst, sie sind dieselben, welche auch der Schattendämon nutzte. Er war das erste Wesen, welches mit der Kraft der vier Götter arbeitete. Du redest von vier Göttern. Was meinst du damit? Was sind das für Götter? Und warum hegen sie so einen Hass gegen Omegon? Spüre ich da etwa wahrlich dein Interesse? Nun, wenn du es so genau wissen willst. Während er sprach, veränderte sich die Gegend um uns herum erneut. Terrus, Lunala, Tundil und Dreron. Ahne des Forstes, Ahne des Mondes, Ahne des Sturms und Ahne der Schatten. Sie sind die vier Weltengeister der anderen vier Weltenbäume der Pokémon. Sie sind alle geeint als ein höchster Rat. Ein Rat, zu welchem auch einst der Herrscher des Sternenlichtes gehörte. Omegon. Aber Omegon verriet sie. Verriet uns. Erneut erkannte ich, wo Dakra uns hingebracht hatte. Ultra Necrozma schwebte regungslos außerhalb der Barriere. Immer noch befanden wir uns an einem Ort aus der ersten Reise dieser Sage. Es war der Kampf gegen Ultra Necrozma, nicht lange nach der Schlacht gegen Latias. Die Basis, welche damals noch existierte. Damals waren ich und Lord Ecke noch so anders gewesen. So unendlich viele Dinge waren seit damals vorgefallen. So viele Erinnerungen hatten wir gesammelt. So viele neue Freunde gefunden. Und, wie der Krieg leider auch ist, so viele neue Freunde hatten wir auch verloren. Bisasam, Chelast, Shinux, irgendwo auch Necrozma. Sie alle waren in diesem Krieg ums Leben gekommen. Und außer Necrozma hatten sie alle mit ihrem Ende eine Spur von Trauer und Verzweiflung hinterlassen. Necrozma hatte das lieber zu Lebzeiten getan. Bisasams Ableben war der Hauptgrund für den Hass, welcher sich in Floink gebildet hatte. Dieser Hass war es, der die Determination einst zu einem Teil von mir machte. Zu einem Teil, das damals noch die Kraft hatte, mich zu kontrollieren und nichts im Kopf hatte als die pure Zerstörung. Auch der Wahn, welcher Floink später übermannte. Die Rückkehr des dunklen Rächers als Feind, sowie die Entstehung des dunklen Magiers. All dies war auf den Mord an Bisasam zurückzuführen. Chelasts Tod hatte unser Team während dem Krieg in der Menschenwelt erschüttert. Ich erinnerte mich noch, wie ich noch am selben Morgen mit ihm gesprochen hatte. Hast du auch dieses schlechte Gefühl? Das war es, was er mich damals gefragt hatte. Er selber hatte schon gespürt, dass der Tag Großes mit sich bringen würde. Dass gerade Groudon es gewesen war, erschütterte uns nur weiter. Chelast hatte für uns das Amulett gewonnen, dafür aber sein Leben gegeben. Und ich weiß genau, dass Latias sich seit diesem Tag durchgehend selber die Schuld an diesem Ereignis gibt. Aber nicht so sehr wie Ivy. Niemand wurde auch nur im Ansatz so sehr beeinflusst wie sie. All ihre ständige Heiterkeit, ihr Optimismus, ihr Lebenswille, all dies schwand zusammen mit Chelast. Sie wurde strenger, kälter, depressiver. Andererseits half gerade dies ihr dabei, ihre wahre Macht zu finden. Wäre dies damals nicht geschehen, wäre sie niemals zum Elementarer geworden. Und nun war sie tatsächlich auch wieder glücklicher.
Jemand Neuen zu finden, hatte ihr sehr geholfen. Und ich bin auch glücklich für sie, dass sie es geschafft hat. Dass sie es geschafft hat, die Vergangenheit loszulassen. Shinnoks Tod war erst heute geschehen. Noch keiner hatte wirklich die Zeit gehabt zu trauern. Doch der Stich, den uns allen dieser Abschied versetzt hatte, war zu spüren. Bisasam hatte seinen besten Freund hinterlassen, Chalast seine Partnerin. Doch Shinnoks hatte eine ganze Familie, der nun ein wichtiger Teil fehlte. Funkenherz war noch jung und müsste nun ohne einen Vater aufwachsen müssen. Und wie Bulbi weitermachen würde, ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es wirkte so surreal, dass die beiden nun getrennt waren. Aber gleichzeitig blieb ich optimistisch. Ich wusste, wie stark Bulbi war. Sie würde es schaffen. Vermutlich war sie nun sogar entschlossener denn je. Sie würde alles geben in Shinnoks Namen. Sie war fest entschlossen, dass ihre Tochter eine gute Zukunft haben würde. Und für diese Zukunft musste ich kämpfen.